Ha, eine 1 minus für die Spieleumsetzung von Batman Begins. Das muss ich mir wohl mal holen. Hi, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich greife noch regelmäßig ins Regal, um durch alte Spielemagazine zu browsen. Screenfun, GameStar, PC Games und Co. haben mich damals schließlich inspiriert, irgendwann mal selbst über Videospiele schreiben zu wollen. Und heute sind sie eine wunderbare Zeitreise in die Vergangenheit, in meinem Fall vor allem in die frühen 2000er. Was ich heute allerdings kaum noch mache, ist diese Dinger hier ins Laufwerk zu schmeißen. Die Heft-CD bzw. DVD. Und dabei haben mich die Inhalte dieser Scheiben damals genauso inspiriert wie die Magazine selbst. Und das ist doch Grund genug, sich diese Discs heute mal genauer anzuschauen. PC Action, PC Games, GameStar, GamePro, PC Powerplay, ScreenFun. Die Spielemagazine meiner Jugend kamen damals alle mit eigenen Heft-CDs bzw. DVDs auf den Markt. Zu einer Zeit, in der ich mir noch nicht abertausende von Trailern, Reviews, Let's Plays und Essays zu Games auf YouTube anschauen konnte, waren die Teile wirklich ein Segen. Nicht nur wegen der ganzen Videos, sondern auch den zahlreichen Demos und Vollversionen, die preisgünstig die eigene Spielebibliothek auffüllten. Ich mag sehr, wie unterschiedlich die verschiedenen Magazine an die Präsentation ihrer Discs rangegangen sind. Hier etwa mal das Menü mitsamt Hintergrundmusik einer typischen GameStar-DVD. Und hier im Kontrast das einer ScreenFun. Bei den einen sphärische Klänge und glatte Menüs, bei den anderen laute Musik, noch lautere Soundeffekte und knallige Farben. Selbst eine GameStar musste sich an ihr Design aber erstmal rantasten. Früher waren die Menüs noch klobiger und die Musik entstammte den Spielen der jeweiligen CD, wie etwa hier in Ausgabe 1 2001. Irgendwann ging man dann dazu über, die eingesendete Musik der LeserInnen zu featuren und auch die Benutzeroberfläche wurde immer moderner. Bei der PC Games sah das Menü in diesen Ausgaben aus dem Jahr 2002 wiederum aus wie ein Mix aus Elektromarkt-Kiosk und Brücke der Enterprise. Da passt irgendwie auch die dezent bedrohliche Hintergrundmusik, bei der ich die ganze Zeit das Gefühl bekomme, dass gleich ein Alien durch die Scheibe bricht. Bei der kurzlebigen PC Powerplay orientierte man sich wiederum allen Anschein nach bei der GameStar, während man bei der Computerbild-Spiele scheinbar glaubte, auch im Menü der Heft-CD Druckerfarbe sparen zu können. Hier wurde ich auch nochmal daran erinnert, dass bei der CBS von Probierversionen statt Demos die Rede war und dass Spiele auf die Festplatte überspielt statt installiert werden. Es macht direkt sehr viel Spaß, sich durch die Daten dieser alten Discs zu wühlen, alte Screenshots und Wallpaper zu durchforsten, Demos auszuprobieren und längst vergessene Freeware-Spiele wieder zu entdecken. Kennt jemand noch Blobby Wolly? Das war auf einer der GameStar-CDs drauf und ich bin direkt wieder 12 Jahre alt, wenn ich mit meiner Maus den grünen Blob umherziehe, um sowas ähnliches wie Schmetterbälle zu landen. Auf einer ScreenFun fand ich wiederum Icy Tower wieder, ein Arcade-Plattformer, bei dem ich damals stundenlang versuchte, Highscores aufzustellen. Und Little Fighter 2 war zu seiner Zeit ein Multiplayer-Spielspaß-Garant. Leider sieht es hier auf einem modernen PC gerade etwas falsch aus. Nicht nur Demos und Vollversionen, sondern auch Patches, Tools und Treiber spielten bei den Heft-CDs eine große Rolle. Hier ist Software dabei, von der ich schon seit etlichen Jahren nichts mehr gehört habe. Damals war das Ganze super nützlich. Schließlich hatten viele Leute entweder noch gar keinen Internetzugang oder nur einen sehr langsamen. Ich weiß noch, wie ich am PC meiner Eltern aufschreiben musste, wie viele Minuten ich mit unserer ISDN-Verbindung im Netz war, weil das auf Zeit berechnet wurde. Was mich jetzt nicht davon abgehalten hat, den neuesten Trailer zu Dragon Ball Budokai im Netz rauf und runter zu schauen. Es ist wirklich schön zu sehen, wie sehr seiner Zeit verhaftet manche dieser Disk-Inhalte sind. Bei der ScreenFun gab es ganze Listen mit Telefonhotlines diverser Publisher und Logos fürs Handy-Display. Bei der GameStar wiederum gab es Zugangssoftware fürs Internet oder bizarre Flash-Animationen, die ein Weihnachtsgewinnspiel bewerben sollten. Na, übertreib's mal nicht.
Cheat-Programme, Desktop-Hintergründe, Multiplayer-Karten für diverse Shooter- und Strategiespiele, ganze Level für Tomb Raider, Heft-CDs waren im Wesentlichen flachgepresste Wundertüten. Und damit kommen wir mal zum nächsten Highlight des Mediums Heft-CD, den Videos. Allen voran stehen da natürlich die von den jeweiligen Redaktionen erschaffenen Test- und Vorschauvideos und Specials. Die GameStar war für mich damals das Maß aller Dinge in diesem Bereich. Die Testberichte, Wertungskonferenzen und Rückblicke konnte ich mir den ganzen Tag anschauen. Ich liebte etwa so Sachen wie das Kuriositätenkabinett, in dem regelmäßig bizarre Spiele wie Love Chess vorgestellt wurden. Und da musste ich direkt mal weiter recherchieren. Zu Love Chess gab es sogar ein Sequel namens Love Chess Age of Egypt, das auf der offiziellen Webseite, die man inzwischen nur noch mit der Wayback Machine erreicht, damals als Exiting Game bezeichnet wurde. Wohl, weil man es immer so schnell schließen wollte. Machen die Babys? Kleine Schachfiguren, Bauern vielleicht, ich weiß es nicht. Gerade bei so Videos wie dem Kuriositätenkabinett oder bei den Testchecks war auch immer genug Raum für die Persönlichkeit der jeweiligen RedakteurInnen, sodass ich das Team mit der Zeit liebgewinnen konnte. Als Jugendlicher habe ich diese Videos damals wirklich verschlungen und oft auch einfach mehrfach geschaut. Heute sehe ich manche der alten Inhalte aber auch etwas kritischer. Gamescom-Videos mit abgefilmten Messebabes wecken eher Fremdscham, die Witzeleien der Redaktion gehen auch mal daneben und bei so Danksagungen wie der vom 2K-Games-Vertreter bei der Spiel des Jahresverleihung 2002 darf man ruhig die Stirn runzeln ob der angedeuteten Nähe zwischen Publisher und Redaktion. Wir haben mit der GameStar wirklich hervorragende Zusammenarbeit in dem Bereich gehabt und konnten so dieses Spiel featuren und die GameStar ist die Zeitschrift, bei dem man auch merkt, wenn ein Spiel gut ankommt, dann wirkt sich das auf die Verkäufe aus. Aber das war damals. Als Zeitkapsel weiß ich diese ganzen alten GameStar-Discs wirklich noch zu schätzen. Etwa auch die hauseigenen Serien wie Raumschiff GameStar oder Die Redaktion. Ich weiß, dass hier unter ZuschauerInnen und wahrscheinlich auch unter damals beteiligten RedakteurInnen sicher einige Schamgefühle geweckt werden. Aber ich finde auch heute noch super, dass das Team damals für so einen Quatsch zu haben war. Wie sich etwa Petra Schmitz bei der Darstellung des murmelnden Juroren von Kollege Christian beim Praktikantencasting das Lachen verkneifen muss, finde ich auch Jahre später noch witzig. Dann kannst du früher auch mal bauen. Das Team der GameStar waren natürlich nicht die einzigen, die damals derlei Videos produziert haben, nur halt die, die ich am meisten geschaut habe. Bei der PC Games gab es ebenfalls Test- und Vorschauvideos und teils richtig coole Specials, wie etwa hier ein Behind-the-Scenes zur Entstehung eines Hefts zum 10-jährigen Jubiläum des Magazins. Oder etwa aufbereitete Lesercharts in Videoform. An der Stelle möchte ich auch mal ein Augenmerk auf die DVD-Menüs der Magazine werfen. Die PC Games setzte zeitweise auch bei ihrer Videoauswahl auf die Monitore. Später gab es dann dieses sehr saubere Menü mit Blau als Leitfarbe. Bei der GameStar wiederum rotierte mal ein 3D-Modell der Erde im Hintergrund. Später gab es dann farbkodierte, aufgeräumte Menüs. Früher starteten die Videos der GameStar übrigens immer mit einer kleinen Animation und einem sehr einprägsamen Jingle, der immer noch zum Besten gehört, was das Medium Heft-CD je hervorgebracht hat. Sogar die Screen Fun, die lange Zeit ohne Discs erschienen ist, hatte in ihren letzten Jahren ein dediziertes Videomenü, das allerdings ein bisschen austauschbar daherkam. Dafür gab es hier aber sogar Anime-Inhalte, zum Beispiel vollständige Folgen von Hellsing, was ich damals super fand. Die Präsentation der GamePro fand ich übrigens auch immer ganz niedlich mit dem riesigen Fernseher und den Comicfiguren. Außerdem machen die Reviews und Previews immer noch Spaß und es gibt so witzige Specials wie das Tutorial zur Verkabelung mehrerer PS2 und Xbox-Konsolen, was man sich heute kaum noch vorstellen kann. Ich muss wirklich nochmal betonen, wie inspirierend diese Videos damals für mich waren. Ich wollte sowas schlicht auch irgendwann mal machen und schätze mich jetzt sehr glücklich, dass ich schon seit über 10 Jahren die Möglichkeit dazu habe. Eigentlich hatte ich die Möglichkeit aber auch schon vorher und habe sie auch schon genutzt. Im Jahr 2005 habe ich bereits im Alter von so knapp 17 Jahren mit auf den Fernseher gerichteten Camcorder und der Hilfe eines Kumpels ein Testvideo aufgenommen zu GTA San Andreas auf der PS2. Und jetzt bin ich ja quasi gezwungen, euch davon ein paar Ausschnitte zu zeigen, auch wenn ich eigentlich nicht möchte. Hier kommen wir dann in Ballas Country an, sein Feindgebiet, könnte man sagen.
und er wird brutalst aus dem Polizeiauto geschmissen und soll jetzt sehen, wie er klarkommt. Here we go again. So, zum Abschluss dieses Videos zeigen wir noch eine der speziellen Missionen aus GTA, die wir sehr spektakulär fanden. Auch wenn sie sehr schwer ist und man sie wohl erst beim vierten oder fünften Mal zu meistern hat. Und hier sehen Sie auch gleich ein bisschen Drive-By-Action. Man muss halt sehr, sehr gut zielen können, um diese Motorradfahrer von ihren Bikes zu schießen. Und braucht viele Versuche, ehe man die Steuerung dort innehat. Puh, lass uns lieber schnell weitermachen. Es gibt so schön viel nostalgischen Kram auf diesen alten Datenscheiben, den ich euch noch zeigen möchte. Etwa auch die ganzen alten Trailer, die sich auf den Discs befinden. Bei der Screenfun gab es beispielsweise einen japanischen Trailer zu Star Fox Adventures oder etwa dieses Game Boy Advance Video mit frühen Spielszenen von Metroid Fusion. Und sowas liebe ich einfach. An der Stelle mal eine Frage an euch, falls ihr damals auch viele dieser Heft-CDs und DVDs hattet. Habt ihr die Inlays der jeweiligen Magazine für Jewel-Cases genutzt und eure Discs schön ordentlich in Hüllen gepackt oder sie anderweitig verstaut? Bei mir landeten die meisten Scheiben auf einer Spindel, ein paar wanderten in CD-Taschen, wieder andere blieben gleich im Magazin drin. Heute versuche ich da ein bisschen ordentlicher zu sein. Die Bastelei mit den Inlays, die man sich entweder ausschneiden oder rausbrechen konnte, macht irgendwie auch Spaß und es ist am Ende auch viel schicker und übersichtlicher als so eine volle Spindel. Hier bastle ich etwa gerade an den CD-Hüllen einer Screenfun der Ausgabe 9 2004, die mit Turok 1 und 2 als Vollversion daherkam. Heute sind die Vollversionen auf diesen Discs meist weniger nützlich und schlicht auch nicht so bequem wie das, was ich via Steam oder GOG runterladen kann. Schon witzig, wenn ich mich daran erinnere, wie kritisch man damals noch der digitalen Zukunft wie Steam gegenüber war. Bei all der Nostalgie stellte sich mir irgendwann die Frage, was denn nun aus dem Medium Heft-DVD geworden ist. Physische Spielemagazine werden heute nur noch in deutlich geringeren Auflagen gedruckt. Viele gibt es gar nicht mehr, etwa die Screenfun oder die PC Powerplay. Also besuchte ich mal den Shop der PC Games und der GameStar und stellte freudig fest, dass ich mir immer noch Magazine mit Heft-DVDs bestellen kann und das habe ich einfach mal gemacht. Das sind jeweils eine GameStar und eine PC Games aus diesem Jahr mitsamt Heft-DVDs. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wer diese Teile heute wirklich noch aktiv nutzt, angesichts der jeweiligen YouTube-Kanäle bzw. Websites. Aber ich würde es gerne wissen. Wenn ihr also heute noch Heft-DVDs kauft und tatsächlich auch benutzt, dann schreibt mir gern in die Kommentare. Die aktuellen Heft-DVDs sind seltsam. Ich war überrascht, dass bei der GameStar immer noch das alte Menü inklusive der bekannten Musik zum Einsatz kommt. Nur wirkt es im Vergleich zu früher sehr karg. Treiber, Patches, Screenshots und Co. gibt es nicht mehr, nur noch die Vollversionen, ein Sparberater und direkt im Datenmenü anwählbare Videos. Die kann ich mir aber nach wie vor in einem eigenen DVD-Menü anschauen, das nicht mehr so aussieht wie in den frühen 2000ern. Die Auswahl erscheint willkürlich. Bei der GameStar erscheinen inzwischen allerdings auch täglich mehrere, teils sehr lange Videos. Das lässt sich natürlich nur schwer auf einer monatlich erscheinenden DVD darstellen. Umso interessanter, welche Videos es dann doch auf die Scheibe schafften. Gerendert wurden die Videos übrigens alle in 720p. Bei der PC Games gibt es erst gar kein DVD, dafür aber ein Dateimenü, in dem ich bei der Vollversion auf die Seite im Magazin mit dem Download-Code hingewiesen werde und dann noch eine Handvoll Videos ansteuern kann, die teils in 720p und teils in 1080p vorliegen. Irgendwie ist es ja schön, dass es die Teile heute noch gibt, sie wirken nur deutlich liebloser als damals. Was ja irgendwo auch verständlich ist, der Großteil des Zielpublikums bezieht die Inhalte schließlich aus anderer Quelle. Sie war also nie wirklich weg, die Heft-DVD, nur wir haben sie halt einfach irgendwann nicht mehr gebraucht. Da spüre ich fast ein bisschen den Drang, mich entschuldigen zu wollen bei diesen Discs, die mich in meiner Jugend so gut unterhalten und informiert haben. Stattdessen möchte ich mich aber lieber bedanken bei den Redaktionen, die sie überhaupt erst möglich machten und die so früh bereits den Nutzen und die Macht von Videoinhalten erkannt haben. So. Und wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich sonst das Video beende, gibt es eine Ikone des Printmediums, nämlich einen Witz aus der Screenfun 4 2002. So. Und zwar folgenden. So, nehmen wir mal den hier. Das war doch was.
Ein Ostfriese bewirbt sich als Holzfäller. Der Chef fordert, wenn sie täglich 30 Bäume fällen, sind sie eingestellt. Frohen Mutes kauft sich der Ostfriese eine teure Motorsäge, geht frisch ans Werk und schafft 26 Bäume. Der Chef fühlt den Anfang nicht schlecht. Am nächsten Tag streicht der Ostfriese alle Pausen und rackert von früh bis spät. Resultat? 28 Bäume. Ganz gut, aber wenn sie morgen ihre 30 Bäume nicht schaffen, wird das nix, warnt ihn der Boss. Also fängt der Ostfriese am nächsten Tag noch früher an und schuftet bis in die Nacht. Als ihn alle Kräfte verlassen, zählt er nach. 29 Bäume. Es hilft nichts, der Job ist weg. Stinksauer rennt er am Tag darauf zu dem Laden, wo er die Motorsäge gekauft hat. Ihre Säge ist die absolute Pleite, ich will mein Geld zurück. Der Verkäufer greift verdutzt nach der Säge und schaltet sie ein, um zu sehen, ob sie noch funktioniert. Der ganze Raum vibriert. Roar! Der Ostfriese ganz verdutzt. Hä, was ist das denn für ein Geräusch? Ende.